Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sims 2x2 oder 4x1 oder x mal y. Letzte Part haben alle Sims geschlafen und die schlafen die meisten immer noch und der hat keinen Spaß. Das heißt, er muss jetzt Spiel spielen. Die Zuflucht klingt richtig. Ich glaube, das war dieses Mittelalter-Spiel, was wir schon mal gesehen haben. Ach ja, stimmt. Ja. Es gibt ja Sims Mittelalter, das ist also nicht so ein richtiges Sims, sondern Sims Stories heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Sims Stories? Ja, es gab da so Inselgeschichten, Tiergeschichten und Mittelalter. Ich weiß nicht, ob es auch Geschichten hieß. Aber auf jeden Fall waren das so einige Spiele, die cool waren. So, dann kannst du mal kochen. Pan de Muerto. Heißt nicht Muerto tot? Ich glaube ja. Ja, Muerto ist eigentlich tot. Also, sie kocht gerade irgendwas, das die ganze Familie umbringen wird. Sehr schön. Verständlich. Ja, so musst du es. Kann ich absolut nachvollziehen. Bei der Familie würde ich dasselbe machen, denke ich. Verwenden, säubern. Dann isst du gleich, was die kocht. Ich finde die Töne ja so vollkommen random. Feier den Geburtstag. Oh, hier ist auch einfach was zu essen. Cool, wo kommt das her? Ja. Kannst ja gucken, ob irgendwer Hunger hat und uns die ins Schlafzimmer stellen. Hunger, ja, okay. Das ist anscheinend gute Qualität. Ach meine Fresse, warum kann ich das nicht auf dem fucking Teppich platzieren? Ich hab jetzt erst gedacht, du hast es gelöscht, ey. Nee, alles Gucci. Nur, du hast genug geschlafen, Kind. Lustig. Ein Gericht nehmen. Oh, ich bin traurig, ich hab nicht so viel Spaß, wie ich haben könnte. So, anderes Drecksblach. Das Leben macht keinen Spaß. Lern damit zurechtzukommen. Oh, ich bin wütend. Hä? The fuck? Das ging schnell. Ich glaube, es hat noch eine im Inventar. Aber das ist eine Portion. Aber es ist Pan de Muerto. Hä? Wie hat das dann. Ich frag nicht nach. Es ist ein fucking Alien. Es macht Dinge. So, Aufmerksamkeit brauchst du nicht, du brauchst Spaß. Hier, was macht Spaß? Hier, du wolltest Fantasia, ne? Ja. Ah ja, Fantasie, ja. Fantasie hochleveln. Ja, da kommt der Müll. Ach, da ist eine Kerze, die neben dem Müll steht. Ich dachte, das wäre ein Teller oder so. Was ist mit dem Kind denn? Toilette, nichts. Aufmerksamkeit, Hunger. Ja, erstmal eine Menge. Koten. Hä, warum geht Spaß dabei nicht hoch? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Unverständlich. Okay, das hast du fertig, das heißt, das kannst du aufdingsen. Du bist gerade wach, ne? Kümmere dich um Kinder. Oh, moin. Tag verschönern. Oh, ah ja, moin. Er ist ja gestorben. Lustige Geschichte erzählen. Warum hat sie rote Streifen? Die sind neu. Vielleicht. Wo kommen die her? Vielleicht, weil sie das Pan de Muerto gekocht hat. Ach, das kann sein. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ey. Okay, wenn sie Kinder unterhalten kann, kann sie ihre Comedy-Fähigkeit damit trainieren. Gut zu wissen. Ja. Der Geist ist auch im Gespräch mit drin. Ah ja. Wir sind ja ein inkludierender Haushalt hier. Das Kind ist auch kokett. So, wie ist das? Töpfchen auf, so geht. Hast du halbwegs genug? Ist ihre Fantasie eigentlich voll jetzt? Ja, Fantasie ist voll. Denken kann sie noch nicht so gut. Ja. Das können wir auch noch verbessern. Natürlich mit deinem Smartphone. Oh Gott, jetzt schon wieder Hunger! Meine Fresse. Fressen nämlich hier die Haare vom Kopf. Ja, kannst später mit der Tablet spielen. Erstmal Essen nehmen. Okay. Ja, hat sie genommen. Wie lange verdürft? Das hat noch 7 Stunden Zeit. Das heißt, sie kann es erstmal essen. Oder ich kann es erstmal stehen lassen. So. Nom, nom, nom. Na, ja, sie nimmt sich einfach auch einen Teller. Genommen. Vielleicht kommt der Geist auch noch holen, den Teller. Warte, der hat gar keinen Hunger. Ja. Ist er unten? Er sitzt unten im Stuhl. Ja, bisschen rauszoomen. Der sitzt da unten im Stuhl und kann da jetzt nichts machen. Rauslassen. So, das andere Kind. Gott, ich drücke hier gerade alle Tasten durcheinander.
Dich eigentlich gar nicht drücken. So gut. Warum schläfst du nicht? Also, du musst schlafen. Okay, na, ist alles Gucci. Der kommt schon mal in den Müll. Ich mag nicht Porzellanverschwendung. Ich liebe Porzellanverschwendung über alles. Wollte gerade sagen, hier nicht. Ist doch super. Tag verschönern. Erziehung. Aktuelles Verhaltensmaßregeln. Entschieden. Keine emotionalen Zusammenbrüche haben. Anordnen, keine emotionalen Zusammenbrüche. Stoppen Sie jenes. Und plus emotionale Kontrolle. Entschuldigen. Das ist richtig gut so. Erziehung, bei Bedürfnissen helfen. Bitten Sie sich selbst zu waschen. Ja, ist kollabiert. Er nimmt sich auch einfach Pan de Muerto. Du bist ein fucking Geist. Da fuck. Das fällt jetzt durch und durch auf den Boden. Toll. Das kann wieder sauber machen. Nee, macht er selber. Ja, letztes Mal doch sauber, wieso macht er das diesmal nicht? Stimmt, der hat letztes Mal sauber gemacht. Ich darf gerne mal noch mal machen. Es hat schon wieder Hunger. Heilige Scheiße. Unersättlich, diese Dinger. Ich finde auch gut, dass diese Dinger komplett irrelevant sind. Ja. Man macht einfach. Ich habe das ja seit die Kinder existieren drin, glaube ich. Oh, nee. Doch, ich glaube, seit die Kinder existieren, habe ich die seit on drin. Es hat nichts gebracht. Guck mal, die gehen bis hier oben hin und. Ich glaube, da musst du dich dauerhaft mit den Kindern auseinandersetzen. Das geht bei berufstätigen Eltern nicht. Oh Gott, ey. So. Haben wir noch einen Teller eigentlich oder hat der Geist den letzten geklaut? Du Fotze. Geist hat den letzten geklaut. Ja, Kaspian, weißt du, was das heißt? Kochen. Kochen. Frau. Gartensalat. Beste Leben. Mal wieder was Gesundes für die Kinder. Was macht er hier? Du hast Hunger. Reparierst mal den Scheiß. Wollte auch gerade sagen, hier ist ein bisschen kaputt, nicht? Reinstampfen. Muss er nicht unbedingt. Ja. Kann man schon machen. Kann man schon machen, aber komm mal, Leute. Oh, komm zwei Tuning-Teile. Ja. Meinst du, er hat einen Ford B-Turbo gefunden? Ich hoffe. Ich auch. Warte mal, was? Ein Lunchpaket? Ich dachte gerade an Lunge stecken. Das wäre sehr viel interessanter. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ekelhaft, to be quite fucking honest. Ach, gell. Okay. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben so ein Rasseln in der Lunge. Was meinst du, wie das zustande kommt? Von Gartensalat vermutlich. Ja, richtig. Ich hoffe, wir können nochmal jemanden da in der Mitte trappen, bis er stirbt. Mehr Auswahl. Programmieren. Ey, wie wär's mit dem Vater von dem einen Kind? Ihn deaden lassen? Ja, den, der ja, gesagt hat, bitte ruf mich nicht nochmal an. Vielleicht soll ich mal anrufen. Ja. Zu Simstagram Story hinzufügen. Gott. Das beste Bild aller Zeiten. 12 Follower bekommen. Nice. Wow. Unwohl, wegen Krankheit. Oh, sie hat AIDS. Oh. Ja. Ziemlich viel AIDS. Ja, moin. Wo mache ich das denn? Hier, ne? Ne, das hier. Ja. Jonathan. Malware-Abwehr macht das Surfen sicher. Was? Stand da oben rechts. Oh. Ich hab mich weggeklickt. Was habe ich überhaupt gemacht? Ich habe ihm gleich programmieren gesagt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn irgendwas programmieren lassen, ich weiß nicht was. Sehr schön. Nebenjob fortsetzen, was auch immer das heißt. Okay, schmeißt es weg, ja. Nice. AIDS. Und du hast Hunger. Du schläfst noch ein wenig. Warte mal, das hat heute Geburtstag, ne? Ja. 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 Die Mutter muss sich jetzt übrigens noch einen Finger in den Hals stecken und den dann beiden Kindern in den Hals stecken, damit die auch AIDS kriegen. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Doch, schon. Was macht das hier? Durchbrüche? Gut, die können vielleicht irgendwann befördert werden, wenn sie mal wieder zur Arbeit geht. Falls. Ein bisschen Tantieme halten. Na, ist auch nicht schlecht. 155. Die Frage ist jetzt, was ich jetzt vorhabe. Okay. Check mit dir erstmal schlafen. Du schläfst auch noch und du schläfst auch noch. Aber du stehst jetzt erstmal auf. Bist natürlich wütend, weil du Hunger hast. Dann kriegst du einen schönen Gartensalat, welchen ich irgendwo platzieren kann. Ein Gericht nehmen.
Ja, wie man weiß, lieben Kindergartensalat. Ja, warum auch nicht? Er ist köstlich. Ausgezeichnete Qualität. Aufs Töpfchen gehen. Also ich esse einen Gartensalat auch immer mit den Händen. Ja, warte mal hier. Ja, moin. Ja, moin. Ja, geh mal bitte in den mittleren Raum rein, nicht? Oh? Vielleicht muss ich auf den Baumodus gehen. Ui. Ui, was? Bildschirmübertragung ist gedroppt. Ja, das ist immer so, wenn man in den Baumodus geht. Ich glaube, die auch immer. Ja, aber nicht so hart. Doch, bei mir ist immer komplett weg, das Bild. Ja, bei mir ist es jetzt auch komplett weg, aber es regeneriert sich auch nicht. Ja, aber ich sehe es. Stell nicht so an. Ja, okay. Kennenlernen. Wo zur fucking Hölle ist er? Die Audio wird vor allem noch immer übertragen, aber das Bild ist nicht mehr da. Es kehrt auch nicht wieder. Ach, Moment mal, kommen die gar nicht rein? Zuschritt gestatten für... Aufschließen, so. Komm mal her. Die muss ich auch aufschließen, so. Ach, es geht... Die Bildschirmübertragung ist übrigens immer noch nicht wieder da. Ja, ich weiß, ich kann dagegen jetzt gerade nichts machen, oder? Warte, ich kann raustaben und gucken, ob es geht. Wenn jetzt die Aufnahme nicht abschmiert, deshalb. Ah, das wäre ein bisschen doof. Hoffe mal nicht. Ich habe es einfach nur mal auf The Sims 4 Stream gedrückt. Mal gucken, was es macht. Oh, das klappt. Ich muss aber nochmal raustaben, weil mein OBS ist nicht mehr im Vordergrund. Aber jetzt hoffentlich. Mein linker Bildschirm ist noch... Okay, ja. Codiereinstellungen sind überlastet. Okay, das kann vielleicht deshalb kommen, weil alles kaputt gegangen ist gerade. Ja, das könnte schon sein, ja. Aber ich denke mal, das passt schon so. Ja, passt schon. Der Song. Über Arbeit reden. Hat nicht so geklappt, ihn in der Mitte einzusperren? Er wollte nicht reingehen. Hurensohn. Also, die Türen waren noch abgeschlossen, deshalb ist er erstmal rausgegangen. Feck. Nein! Fuck! Warte mal. Für jeden außer... Familienmitglieder? Ja. Wieso? Ach, das ist der! Das ist der Typ, ja, der in das Kinderzimmer geht zum Heulen. Wo ist denn das Blach? Ja, moin. Kleinkind überprüfen. Man hört ihn gedämpft heulen. Ja. Wie es sich gehört. Ja. Kann man... Wie macht man eine Party für Kinder? Ja, bestimmt ein Smartphone. Das ist Multimedia. Gesellschaftliches Ereignis vielleicht. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich muss los. Tja. 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 Na dann. Schade. Geh mal ein bisschen näher da hin. Prestigeveranstaltung, was ist das denn? Warte, wer hat Geburtstag? Die hat Geburtstag, ne? Ich glaube ja. Typischer Mensch. Das und das. Johnny Schwarz. Caterer. Entertainment. Was zur fucking Hölle? Jonathan Schwartz. Ist auch noch einer. Der muss am mindestens kommen. Wähle einen Ort. Oh fuck, wir müssen das irgendwo machen. Da, die Mensch-Residenz. Ah, okay, das ist ja nice. Die Schwartz-Residenz. Würde auch gehen. Einfach bei ihm. Yo, Brudi, unser Kind hat Geburtstag. Wir kommen jetzt alle zu dir und stürmen dein Haus. Wir brauchen einen Kuchen. Ich mache hier unten mal eine Party-Lounge. So. Wo gibt's Kuchen? Ich habe keine Ahnung, wo ich suche ihn einfach. Kuchen. Nice. Keine Ergebnisse. The fuck? Der muss wohl zu gebacken werden.
Ich meine, aber das kannst du ja auch beim. Was? Kannst du ja auch mal beim Dingens, beim Herd draufklicken auf Backen und gucken, ob das geht. Problem ist jetzt nur, wir müssen das irgendwo unten veranstalten. Wieso? Weil. Ah ja. Home ist einer eingesperrt. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon kommen ist. Backen. Nope. Ja, okay, es geht, dann kann sie noch nicht Kuchen backen, weil sie noch nicht gut genug ist zum Backen. Kräuterheilmittel brauen. The fuck? Ja. Ja, backen auf 1, ja. Doch, ich bin mir recht sicher, dass sie Kuchen backen könnte, wenn sie Backen höher hätte. Dann muss ich wohl Kekse backen, ne? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn Sims nicht backen kann, aber so trotzdem so fucking Kuchen bekommen. Ja, da hättest du einen Caterer für anstellen müssen. Früher könnte man das kaufen, wo soll ich das denn wissen? Ja. Was passiert, wenn ich Cake eingebe? Keki. Kunst. Fuck. Nicht der Stockwerk entfernen. Ja, bitte nicht. Kann ich das hier irgendwo machen? Wo geht ein Ding? Ich weiß es nicht. Könnte man nicht irgendwie einkaufen oder so? Theoretisch ja, praktisch, I don't know. Service engagieren vielleicht. Wo war das? Hier. Da. Hier auf zu kochen, mach erstmal den Service. Jetzt hab ich's weggedrückt, danke Spiel. Pizza-Service, regelmäßige Haushaltshilfe. Butler. Ja, anscheinend nicht. Das Maximal ist wohl ein Pizza-Service. Da muss sie doch selbst kochen. Och meine Güte, das kann ja nicht sein. Ja, und schenk uns die Show. Ich muss irgendwo fucking Geburtstagskuchen herbekommen. Nee, nee. Die Kekse müssen jetzt reichen. Och meine Fresse. Geburtstag, keine Ergebnisse gefunden. Es gibt keine Geburtstage. Hiermit bestätigt. Das ist nur Deko, oder? Such mal bitte auf Google. Okay. Google. Das vier Geburtstag. Torte. Okay, die Level 2 im Backen. Oh! Anscheinend geht Torte über Kochen, nicht Backen. Ja, da oben war schon eine weiße Torte. Gibt es noch eine bessere? Nehmen wir die braune Torte, weil sie braun ist. Was? Ja. Soll ja auch passen, ne? Das eine Kind ist literally dead mal wieder. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du hast Hunger nach unten. Oh mein Gott! Das ist ja mehr rot als grün. Wo ist denn das Kind? Nein, das ist das andere. Das liegt irgendwo rum. Da bist du. Hier, Gericht nehmen. Zucker, ja, ist einfach Zuckerkekse. Er hat sich gerade eine Schale genommen, der Enrico. Ja. So, was kann man hier sowas vorbereiten? Die schaut doch. Geburtstagskerze hinzufügen. Gänse. Gänse. Okay. Gänse. Oh shit, it dead lol. Bitten beim Ausblasen zu helfen. Oh Gott, ja. Perfekt. Was machen wir denn? Mental. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die wird in die Politik gehen. Wir machen sie sozial. Und... Du weißt... Was? Das Kind wird in die Politik sozial, gehen. Sozial, um in die Politik zu gehen, ist aber genau das Falsche. Ja, aber sie muss doch gut lügen können. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das mit sozial... Ja gut, okay, doch schon vielleicht. Und selbstsicher könnte helfen. Ja, mad at Bastrack, sag gehabt. Ja, okay. Okay, das heißt, wir müssen hier oben das Zimmer anpassen. So. Ah, ja, ja. Level 2 der Motorikfähigkeit, natürlich. Wenn ich Kimbe, kann ich auch direkt einen V8 Biturbo zusammenbauen. Ja. Oh Gott, nein. Was machst du denn? Ich möchte den Dreck hier aufheben. Ich möchte nicht in den Baumodus. Was ist denn das?
Ob es schon ein bisschen behindert ist, das Spiel. So, das kommt weg, das kommt. Warum ist da überhaupt so ein Ding? Das kann das jetzt benutzen. Der Fisch kann ja hier auch stehen bleiben. So, wir brauchen jetzt ein Bett. Brauchen Kinder ein Kinderbett oder reicht ein normales Erwachsenenbett? Ich glaube, ein Kinderbett brauchen die noch. Sicher? Relativ. Kannst ja auch einen Sarg reinstellen. Nur für Kleinkinder. Oh, Dad. Also viel Geld habe ich nicht. Energie 7. Okay, merken wir uns das mal. Energie 7. Du bringst Energie 5. Okay. Ja, kriegst legit einen Sarg. Oh, das ist groß. Oh. Das ist groß. Bisschen sehr groß. Die sind alle so groß, die Särge, oder was? Feck, feck, feck. Das können wir nicht leisten. Aber nur knapp nicht. Kannst du eine Hypothek aufnehmen oder so? Ich könnte das verkaufen. Oh, das hat echt ein bisschen was gemacht. Was kostet das? Ah. 1200. Bringt ziemlich was. Okay. Kannst du ja den Pinguin-Fernseher verkaufen. 220 und der bringen wir den nur weg. So, jetzt können wir uns das Bett leisten. Das ist richtig, richtig krank Gutes. Läuft. Ja, einfach so quer mitten rein passt schon. 100 Sim-Leons reichen da. Oh, es ja, passt klar, perfekt. Easy. So, jetzt musst du erstmal koten. Ärgerliches Häufchen machen. Verpisst euch. Sie steht da drin rum, in ihrem Hotdog-Suit. Und sie hat erstmal den Boden voll gepisst. Ah ja, okay. Hallo, geh duschen. Wo bist du denn? Sie ist gerade am wütend schwimmen irgendwo. Warum? Ich weiß noch nicht wo. Ah, sie ist kollabiert. Sie ist tot. Warum ist sie fucking unten? Warum ist da unten ein Typ in unserem Wasser? Ja, das ist doch Johnny Swartz. Ach, der Swartz. Er sitzt einfach im Scheiß, während da die Gastgeber sind. Ach, meine Fresse, dieses Spiel. Was ist das? Qualität. Oh, wir haben den Part übrigens schon wieder 200 Minuten überzogen. Er sitzt im Wasser, in Flüssigkeit. Ja, ist doch cool. Ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.